Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, PlayerUnknown's Battleground Zombie-Modus gegen HWSQ. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wie ich das anders nennen soll. Und wir sind tatsächlich in der nächsten Lobby gelandet und wir spielen nochmal ein Ründchen, nachdem ich von dem ersten Ründchen so für mich persönlich erstmal ein wenig, ernüchtert war, weil das so ruhig ablief. Also für uns Zombies war die letzte Runde ein blöder Spot, weil wir aufs offene Feld hinauslaufen mussten. Aber trotzdem haben wir gewonnen und weil unsere Menschlein so schnell tot waren und so schnell das Zeitliche gesegnet haben, musste die Lobby auslaufen, bis alle Zombies erledigt waren. Und da bin ich dann vorzeitig rausgegangen und habe mich außerhalb der Zone zum Sterben dargelegt. Und ich bin gespannt, wie es diesmal läuft. Und ja, wo sind wir denn diesmal drin? Wo sind wir drin? Wo sind wir drin? Wo sind wir drin? Irgendwo. Wir sind wieder in Gruppe 7. Hallo, ich hab's. Mit Schuldenberater. Okay, cool. Und es lädt. La 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 la. Und wir quatschen mal. Wieder ein wenig, latschen ein bisschen herum. Okay, meine Internetleitung scheint sehr gut zu sein, wenn ich mich jetzt als erstes bewegen kann. Hallo. 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 Nicht gehört. Ist so blöd und bringt's. Ja, wieso denn? Warum nicht? Ich verstehe euch nicht. Hey. Hallo. Ich bin hier. Leute, wir wollen es hier ruhig und gelassen angehen. Oh Gott, das ist mir definitiv zu laut. Ich muss hier einfach ein wenig Raum gewinnen, sonst schreien mir einfach alle ins Ohr. Rückerstattungsfähig. Guten Abend, Frau Asenberg. Huch. So, wer knallt denn da hinten herum? Hallo? Was ist los, Junge? Huch, hey, hi! Du blöde Kannst du mir auch mal eine Waffe geben, bitte? Hallo, eine AWM wäre schon drin, oder? Ja, wir bräuchten. Und einmal. Oh. So, einmal draufschlagen. Ich hab kurz den Gronk gehört. Ich hab einen Penis und ich werde erschossen. Vorsicht! Nein. Oh Gott! Bitte nicht schießen! Geil! Du kommst nicht mehr weg. Wo bleibt Life in the Woods? Da kommt TTT. Und alle labern wild durcheinander. Es ist irgendwie schon witzig, mit der gesamten Community zusammenzuspielen. Und da habe ich echt Bock drauf. Deswegen mache ich das heute Abend und ich finde es bisher auch recht entspannend. Also ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber für mich nach einer sehr, sehr stressigen Woche ist Zombie sein und rummetzeln, rumschleichen und ja, sehr viel rumrennen gerade wirklich echt entspannt. Ich halte mich mal an den Schuldenberater, den kenne ich schon. Und hier sind ganz viele Fallschirme. Wir sind diesmal voll mitten in der Gruppe gelandet. Und ja, wir lassen uns jetzt hier mal so treiben auf dem Parkplatz. Wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Und ich möchte nicht auf dem Dach landen. Sondern hier auf dem schönen Rasen kriege ich das hin. Hallo? Tatsache! Oh mein Gott, okay. Einen schönen guten Tag. Sind ja alle anwesend. Hallo? Wer ist denn das? Ich bin nicht Gronk, aber. Du bist Gronk, Schnauze. Okay, alles klar. Okay, also ich meine das Leute, ne? Leute, alle Ruhe, ich bin euer Führer. Als ob. Wir müssen eine relative Grundlautstärke. Ja, ich weiß.
Wer mit der geilen Stimme hat, ist das Wort. Okay, danke. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Es wird wieder ein sehr, sehr schöner Abend. Ich würde sagen, dass wir uns erstmal anstellen. Stalber? Er hat wirklich eine geile Stimme. Das kann ich nur bestätigen. Und ich komme hier nicht raus. Lass mich hier raus. Wie wär's mit einem schönen Twitter-Foto? Twitter! Komm, an die Wand stellen und verschießen. An die Wand. So, wir stellen uns auch mal mit an die Wand. Boah, geil. Twitter-Foto. Das finde ich super. Wir haben schon wieder ein Auto. Marke di Carbonara. Wir brauchen hier noch jemanden fürs Foto. Ja, super. Danke, bin schon satt, hab keinen Hunger. Mach wieder die Käse. Alles sagen, ja, ganz weiß. Weiß. Alle einmal Mayonnaise sagen, ne? Mayonnaise, so mit Käse und so. Mayonnaise mit Stalber. Wer zählt an? Wer zählt an? Stalber. Okay, also drei. Okay, dann machen wir mit. Eins. Mayonnaise. Oh Gott, den Chat. Okay, das war wunderschön. Das war wunderschön. Abschlussklasse 2017, Hauptschule. Wir laufen schon mal Richtung Zone, weil wir müssen ja weiterkommen. Und jetzt habe ich festgestellt, ruckelt es sogar bei mir ein bisschen. Obwohl ich eigentlich echt relativ Glück habe. Ich sollte vielleicht mal schneller rennen, anstatt hier vor mir hin zu spazieren. Das war jetzt echt cool mit dem Twitter-Foto. Das werde ich mir auch gleich direkt mal anschauen. Und irgendwie finde ich sowas total spaßig. Und ich freue mich gerade, dass ich heute Abend die Gelegenheit habe, mit dabei zu sein. Normalerweise geht das ja auch nicht immer. Okay, woher wissen die schon, dass die ein Auto haben? Rote Zone, ich bleib raus aus der roten Zone. So. Es ist einfach witzig, wie wir alle in der Horde hier nur durch die Landschaft laufen. Mehr ist es nicht. Walking Simulator 2017. Und da geht auch schon das große Geknalle los in der roten Zone, von der man sich bei PUBG definitiv entfernt halten sollte. Und wenn man zufällig in der roten Zone ist und nicht weiterkommt, dann sollte man sich definitiv entfernen von Fenstern, in irgendeinem Haus barrikadieren. Weil wir wollen ja schon als große, wir wollen als große geschlossene Truppe dann ja auch einmarschieren. Wer spricht denn da eigentlich so cool? Da steht ein Kreis, Schubskreis, Schubskreis! Kleine Versammlungsrunde. Oh, die hat ja eine süße Stimme. Kleine Versammlungsrunde. Gesagt, er gibt aus. Curry gibt aus. Curry gibt aus. Hat jemand Lust, Kicker-Tanzen zu tanzen? Was für ein Zeug? Will jemand Kicker-Tanzalarm tanzen? Naja. Fang mal an. Okay, warte. Ich spiele die Melodie und ihr müsst euch alle in eine Reihe stellen, bitte. Und dann tanzt ihr. Ah, so tanze ich. Voll witzig. Hallo, ich bin der Marvin. Ich tanze! Hast du recht. Okay. Ich glaube, weiter bis zur Zone durchlaufen ist tatsächlich klüger bis zur Mitte. Ich habe auch keinen Fall. Ja, ich wollte auch nur ein bisschen sammeln, deswegen würde ich sagen, wir können uns jetzt gerne auf dem Weg weitermachen. Okay, machen wir das. Ja, mal los. Gute Idee. Auf geht's. Los, meine Kinder. Und, ich muss hier weiter. Ich muss hier weiter. Und alle hopp über den Zaun. Und ich bin so blöd, ich komme nicht über den Zaun. Doch jetzt. Ja, das ist immer witzig. Wenn man zu viel aufeinander hockt, kommt man dann tatsächlich nicht mehr weiter. Dann blockiert man sich gegenseitig und das möchte ich möglichst vermeiden und so wie jetzt. Oh! Habt ihr das gehört? Oh Gott. Der Typ mit der Marschmusik. Aber das finde ich gerade irgendwie witzig. Damit auch alles schön aggressiv werden. Ja. Jetzt alle in einer Reihe aufstellen. Halt's Stimmung links, an. Links, rechts. Ja, lass mich da durch. Lass mich da durch. Wenn wir jetzt da alle so stehen und wir klettern alle gleichzeitig. 91. Eine Mauer. Ich glaube, glaub, da würde das Game jetzt crashen. So, wie hieß der Film nochmal? So, ich muss mir mal ein bisschen weiter außerhalb von dem Pulk laufen, sonst werde ich hier ständig blockiert. Über die riesige Mauer geklettert sind und sich aufeinander gestapelt haben. Oh fuck. Oh nein. Weiter durchlaufen. Schön auseinander, dass nicht zu viele auf einmal erwischt werden. Aber, oh, fuck, kurz, ja. Aber ich glaube, wir schaffen es noch außerhalb. Raus hier aus der Sommerzone, verflucht Scheiße. Da ist das Looting-Flugzeug. Der Stirn hat verloren. Na toll, wir sind mitten in der roten Zone.
Ich versuche hier möglichst auf direktem Wege rauszukommen. Ich hab ihn mir. Nein, das macht die Sache spannend, oder? So, renn und spring und dann sind wir gleich draußen. Gleich! Na super, der Treffpunkt war wirklich fast direkt mitten in der roten Zone gesetzt, aber das kann man vorher nicht wissen, weil die rote Zone zufällig ausgewählt wird und ich bin gerade noch raus. Oh, yes! Das wäre natürlich geil gewesen, direkt am Anfang zu sterben, bevor es nur ansatzweise interessant wird. Ich hoffe, ihr hört mich eigentlich, wenn ich hier so drüber laber, über den ganzen anderen geschwätzigen Mitspieler. Südwesten 240, da wollen wir hin, okay. Hallo. War das? Feuerbug? Blau, ich hab's! Feuerbug, Start! Ganz weiß ich nicht. Hallo! Nee, Lord Chaos ist bei dir! Du, Jako! Ich höre dich! Die Blade, du könntest. Was ist komischer Feuerbug? Jetzt lauf! Komisch! Da ist der Feuerbird! Immer so zu 50%, Mann! Okay, wir rennen quasi wirklich in die Mitte der Zone und das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Dann können wir nämlich von da zu allen möglichen Richtungen, wo die Zone weiter wachsen wird, nämlich schnell hinrasen und hinrennen. Wo ist der Nachrichtensprecher? Wir müssen uns hier im Feld verstecken. Keiner sieht uns. Dir alles so einfällt. Wir werden nicht gesehen. Keiner sieht uns. Wir sind uns. Unauffällig und wenn sie vorbeifahren, einfach einfach mal kurz zwischenstufen. So. Einmal kurz auf die Straße. Einmal, Entschuldigung, jetzt war ich gerade voll weg. Das sind ganz viele Leitpfosten, die sich hier Zone bilden. Ich. Zone post voll. Speedboxen hier. Hey, das ist mein Wadenspeck, den möchte ich gerne so lassen, ja? Wir sind wie Schemmel. Wir sind Zombies, hier wird gerecht geteilt. Ich glaube, das ist nicht wirklich ein guter Sichtschutz. Naja, nicht wirklich. Das ist für Kickertanzalarm. Lasst uns eine Lobeshymne für diese schöne Latte hier. Eine Lobeshymne für die Latte. Weiter, meine Kinder. Huch, und weiter geht's. Aber die Zone hat die Zone sich... Ja, okay. Ja. Aber ich bleib auch mal ein bisschen raus aus der Horde, weil sonst bald durch mal. Ja, okay, Gott sei Dank hab ich keine Lagging, keine Probleme mit Lags. Ja, also nicht schlimm, aber es ist trotzdem so ein bisschen... Es nervt. Habe ich Glück gehabt. Ja. Lagspikes. Und dass du ab und zu ein bisschen zurückgesetzt wirst. Nächste Loot-Flugzeug. Ey, kann ich dich auf das Flugzeug schmeißen? Die müssen halt den Zombie umgehen. Ja. Einer. Dass du halt ja. Ein bisschen einfügst. Und dass man halt auch einer sozusagen die Führung übernehmen kann. Halt so. Ja, das ist eine gute Idee. Weil momentan ist alles relativ unaufgeräumt. Allein wegen den Markern. Ja, das Koordinieren wäre so viel leichter. Also der Loot Crate ist direkt bei uns, ne? Dabei und killen wir heute gerade. Lass abnehmen. Bei der Schule zu sein. Beschränkter Spielbereich? Ja, okay, wir sind voll drin. Wir brauchen uns überhaupt gar keine Sorgen machen. Und stattdessen latschen wir hier ein bisschen weiter und... gerade am Anfang. Einmal durch den Sumpf hier. Oh, der ist doch da. Hat nicht gerade den Kopf. Das war sehr interessant. Ah, wir sind hier bei der Lootkiste angekommen. Ja, ne? Oh, und immer irgendeiner, der blöde Musik abspielen lassen muss. Das ist das Problem. Ich glaube, wir sollten hier. Rote Zone, lauf! Oh, rote Zone, oh Gott! Rum. Die rote Zone hat begonnen. Stellt euch und unter, irgendwo! Ja, Jungs, egal, wenn von Bombe getroffen wird, direkt weiterlaufen, wir sind eh tot. Ja, die Hand stimmt auch wieder. Wenn ich meine Beine in die Hand nehme, wird das ziemlich schwer. Alter, meine Güte, Arsch, rutsch mich erstmal nicht so, als hättest du nicht mal gemacht. Geht's nicht hoch? Ich nehm dauernd Beine in die Hand, aber meistens von anderen Leuten.
Oh nein, hier geht's nicht hoch. Wir sind alle eingesperrt, oder was? Oh, ich bin gerade fast hochgekommen, aber dann... Leute! Heute nicht, Daddy! Nein, der Schuldberater! Schuldberater! Was soll ich denn mit meinen Schuld tun? Oh, shit! Zu Hilfe! So, wir crouchen hier mal langsam hoch, wie auch immer das gehen soll, und hoffen, dass wir überleben. Wir sind hier noch voll fett in der roten Zone. Das ist echt beschissen. Wo ist denn der Schuldenberater abgeblieben? Auf der anderen Seite, oder was? Ja, auf mir. Ich bin hier ganz allein. Hallo, jemand in der Hütte? Hab's geschafft. Hallo, überlebt! Yay! Ich versuch's. Wenn hier noch wer in der Hütte wäre. Nein, keiner da. Zombie! Zombie, nein, nicht weglaufen! Rette mich! Nein! Ein Ego-Zombie. Und der Schuldenberater ist tot. Das war's. Ich wollte jetzt gerade runterrennen, aber das hätte nicht gereicht von der Zeit. Kistengame. Wisst ihr, wo der Rest ist? Wo ist der Rest? Wir sind ja nicht längst alle. Wo sind die anderen Samples? Wahrscheinlich schon vorgelaufen, oder? Einmal kurz durchzählen. 42. Ah, da hinten. Aber ich würde sagen, hier ist eigentlich eine ganz gute Posi. Ja. In der Zone und wir würden halt von hier ganz gut sehen, wenn wir da unten irgendwo rumdüsen. Gucken jetzt ganz lange an, bis die Stufe 3 Weste einfach bei uns ist. Ich habe ordentlich Gesundheit eingebüßt, weil ich jetzt einfach so in Panik von dem Berg gesprungen bin. Ach guck mal, da kommen noch mehr Zombies. Kann man von den Dingen erschlagen werden, wenn man da drunter steht? Nee, kann man nicht. Du glitschst dann irgendwann oben durch und stehst dann drauf. Ah, schade. Ich mach mal Zeichen, dass die hierher rennen sollen. Ich glaube, das größte Problem ist, dass wir stark gesplittet wurden. Ja, die Bombing-Zone hat uns halt voll auseinandergetrieben. Genau, no, aber da kommen gerade wieder alle langsam. Irgendwie sind alle schon gestorben. Aber hey, alle sind schlau genug, um hier hinzukommen. Ich laufe mal zum Drop runter. Aber ich will nicht wieder den Berg, Berg runterspringen. Das war's. Deswegen latsche ich mal hier hin. Und... Ah, und da können wir durch. Wir können uns ja mal hinlegen und... Du es. Oh, Fax. Du es. Bin ich niedergeschossen oder war das sie? Ja. Die Schweine morden uns. Okay, die sind bei Südosten. Er wurde gerade hier, es hat Yoshi getötet, der war im Squad. Wir müssen, sind dann Südosten. Südosten, okay. Gut zu wissen. Wir latschen mal den anderen hinterher. Wir bleiben immer mit der großen Horde. Und wenn da sich jetzt viele versammeln, dann tun wir das einfach auch. Habe ich jetzt mal so beschlossen. Und latschen da mal. Vor allen Dingen sind da unsere restlichen Gruppenmitglieder. Oh, Schüsse. Okay. Ich möchte jetzt nicht weit von meinen übrigen Gruppenmitgliedern entfernt sein. Obwohl ich jetzt schon ordentlich ab vom Schuss bin. Aber ich hoffe, wir erreichen die noch. Rechtzeitig, bevor es jetzt zum großen Knall kommt und losgeht. Ja, ich sehe, was sie vorhaben. Dass sie sich jetzt hier quasi am Rand der Zone entlanghangeln und die... Und das Trüppchen umzingeln. Oh, dass der den Berg immer so hochschleichen muss. Ja, da hinten. Es waren so zwei Autos. Die haben zwei Autos diesmal? Ja. Oh weia. Alle sammeln, alle sammeln.
faschisch mit den Autos hier rüber. Fangen uns alles überfahren. Ready machen für den Hinterhalt. Ready machen. Zurück. Sie setzen sich in Bewegung. In die Zone. Vorn weiter. So, und dann geht's auch wieder zurück. Ich bin hier völlig umsonst hingelaufen. Macht euch bereit. Die wollen den Drop mitnehmen wahrscheinlich. Ja, egal, lass die. Ja, die fahren zum Drop wieder. Ah, sollen sie sich den Drop holen. Bleibt mal hier schön im Schleichmodus. Wir sind ja in der Zone. Dann mal schnell über die Straße, bevor ein Auto kommt und mich platt fährt. Ich bin ja froh, dass ich bis jetzt so lange überlebt habe. Nach dem Bombenhagel, durch den wir da gerade durch mussten. Schuldenberater, unser Mitspieler, hat es leider nicht geschafft. Fahrt zum Drop. Hinlegen, hinlegen. Oh shit. Oh hinlegen, nein, nein, hinlegen. Nicht, Daddy. Wir fahren gleich mit den Autos über uns drüber. War ja klar, es kann sich nicht. Immer schön hinter Steinen bleiben. Da wurde jemand überfahren. So, wir bleiben schön unauffällig. Ein Stein kann uns helfen. Nein, doch. Jetzt gibt's endlich was zu essen. Ich geh. Einfach warten, bis die Zone mega klein Berg ist, Leute. Hier geblieben. Im Arsch. Wo ist der Bordeaux? Ja, sie greifen mal an. Sie kommt zurück. Da. Da ist der Bordeaux. Da. Nein, die fahren doch jetzt nicht auf uns zu. Yeah. Oh nein, Daddy, bitte nicht. Daddy, nein, nein. Oh Gott. Wir sollten hier immer schön. Ihr fahrt ja wie die besenkten Schweine. Danke. Ich hoffe, ich bleib jetzt einfach mal um den Stein herum, damit. Ah, so einfach ist es gar nicht. Und wir sollten ständig in Bewegung bleiben, damit die uns nicht einfach abknallen. Das darf ich nicht vergessen. Er kommt. Und ich würde gerne zu einem anderen Baum laufen oder zu einem anderen Ort. Map. Wir müssen. Ich bin jetzt safe. Wir rennen mal weiter. Aber uns erwischen die nicht und wir gehen sofort zu weißen Tobi. Zu weißen Tobi. Okay, zur weißen Zone. Ich hoffe, ich werde nicht gleich von einem Auto niedergewalzt. Das wär's. Sagen Sie mal. Hey cool, hier im Sumpf können die uns hoffentlich nicht so platt fahren. Ja, die fahren einmal rein und kommen nie mehr raus, Alter. Das sind so viele Bäume. Ich kann nicht retzen. Das ist echt nicht schlecht hier. Ja, wir haben Glück mit der Sound. Sonst nix. Es tut mir leid. Aber dafür können jetzt von außen uns alle abknallen. Wir können halt nichts machen jetzt. Wir bleiben einfach schön in unserem Versteckchen und kommen dann raus. Die Schweine. Solange die nicht wieder durchgehend im Kreis fahren, also wir haben ja zum Glück hier viele Bäume und so können die halt nicht durch den Kreis fahren. Tobi! Wie das yeah, warum? Selbst schon gemacht haben. Nee, hier durch die Bäume und durch das Wasser könnt ihr uns hier nichts anhaben mit dem Auto. Oh! Da ist einer, den. Oh, einer unserer Mitspieler, den direkt jetzt da in die Flinte gelaufen. Na. Oh. Toll. Weiß nicht mehr, aber. Ach, sie fährt. Und so weit vom Schuss weg. Ich tu's, ja. Das erinnert mich an die guten Sowjetzeiten und KZ-Lager. Schießen treffen die nur einen von uns. Oder wenn die reinsprayen mehrere. Ja, aber so können die sich halt eine ganze Masse. Oh, wenn ach, sie fertig. Die anderen sich in der Umgebung verstecken. Der erste rennt schon hin. Ich würde immer noch warten, bis die Zone kleiner wird, einfach. Ich kann halt aus dem Auto rausschießen, das ist das Problem.
Ja, deswegen kann ich mich hier aber hinter, hinterm Felsen verstecken. Naja, ihr könnt aber auch wohin, wir gehen mal. So, wie sieht's aus? Oh, und die Zone ist wieder woanders. Frauen und Kinder zuerst. Auf zur neuen Zone. Zwei unserer Gruppenmitglieder sind schon weg. Wir müssen immer schön auf das Auto aufpassen. Ah, ich muss hier. Mit der Hupe, oh Gott. Nja. Oben bei 255. 255, werfen Granaten. Pass auf, die fahren trotzdem noch mit dem Auto rum, ne? Wir müssen echt bis zum Schluss warten. Tobi kommt wieder mit seinem Auto. Tobi, das kannst du doch nicht tun. Naven, nein. Nachrichtensprecher, hilf uns. Nein, Naven ist mit einem Fahrzeug getroffen worden. Ich finde diesen Voice-Chat total faszinierend. Zweiter Auto fährt auch wieder. Einfach Erik da liegen lassen. Ja, ja, ja. Das Auto kommt, das Auto kommt. Oh. Oh, oh. Ich hoffe, das ist der falsche Ton. Mama. Ihr Schweine! Nein, Digga, Arme! Nein, Feuerwerk! Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Folge, muss ich ganz ehrlich sein, weil ich mich frage, wer in den Autos sitzt. Nein! Da hinten und da vorne. Ich muss jetzt erstmal auf das Auto hier aufpassen. Oh, Scheiße. Wir müssen in die Zone. Wir dürfen jetzt auch nicht allzu lange warten. Ich riskiere mal mein Leben für ein Teammitglied. Ja, danke dir. Bitte, bitte. Wir können dir nicht helfen, sorry. So, ab in die Zone und wir sollten schön drauf achten. Oh. Wo haben die ihre Führerscheine her? Nix da! Jawohl! Gute Frage! Ihr verdammten Feiglinge! Ja, hier hinterm Felsen ist praktisch. Ich hoffe, ich bin jetzt auch noch ein wenig in der Zone. Ja, da sitzen Tobi und Curry am Steuer. Was willst denn du? Oh nein, nicht schon wieder. Ich bin zu weit weg und zwei Autos dazwischen. Oh, Scheiße. Oh, jetzt. Oh! Der kleine Timmy ist tot. Erik, Gronkh. So alter, wieso kommt die nicht? Ich versuche, so lange am Leben zu bleiben wie möglich. Hi Leute, wie geht's euch? Mama, ich werde dich holen. Darf ich einsteigen? Hey Leute, ich sehe tote Menschen. Ich bräuchte mal ein Taxi. Hallo, ein Taxi bitte. Ich bräuchte ein Taxi. Ich bräuchte ein Taxi. Mama. Oh. Das ging schnell. Oh Gott! Mama! Ja! Ich mache hier mal kurz leiser, Moment. Ups, ups, ups! Kommt her! So, und zwar, das war eine weitere Folge PlayerUnknown's Battleground mit HWSQ und ich bin jetzt vom Curry überfahren worden. Wo hat der denn seinen Führerschein gemacht? Naja, ich war ein wenig ruhig in der Folge. Ich hoffe, das hat nicht allzu sehr gestört. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und leider kann ich nicht mehr weiterschauen. Das ist echt ein riesen, ja, Fehlkonzept in der, in
diesem Spiel. Oh Gott, hier geht das Gemetzel ab. Ich kann es hören, aber ich kann nicht zuschauen. Das ist so schade. Und deswegen hoffe ich, dass das schnell nachgebessert wird und dass man quasi in den Zuschauermodus wechseln könnte. Und darum sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.